Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Juggler66, Stunde der Wahrheit. Ja, heute am Freitagabend habe ich mich mal hingesetzt, weil der Gerald, der mich ja unglaublich unterstützt mit ganz tollen Büchern und seiner wunderbaren Bibliothek auf Archive, die ja auch auf meiner Webseite zweimal verlinkt ist, weil er hat zwei Archive-Accounts, weil er mich immer versorgt mit so ganz tollen Büchern und Anekdoten und all solche Sachen. Und heute Nachmittag hat er mir auf einmal ein PDF geschickt, nicht so groß, nur rund 20 Seiten oder was. Das fand ich sehr interessant. Ein Bilderbuch, ja? Kein Comic, ich lese keine Comics, aber ein Bilderbuch, das anscheinend Anfang der 40er Jahre in Deutschland erschienen ist, über die Jesuiten und die römisch-katholische Kirche. Und das Buch selber ist viel größer als das PDF, das er mir geschickt hat. Das ist, glaube ich, ein PDF ist, glaube ich, 25 Seiten oder sowas. Und das schauen wir uns dann auch gleich in der Lesung an. Deswegen mache ich das Video. Das Originalbuch ist größer, hat, ich glaube, 157 Seiten. Schauen wir uns auch gleich im Internet an. Ich habe es da gefunden, könnt ihr euch angucken. Kostet aber zwischen, was ich gefunden habe, etwas über 90 Euro und 160 Dollar. Also nicht gerade günstig. Und ich weiß nicht, ob Gerald das ganze PDF hat. Ich habe es ihm gerade geschrieben auf Skype. Vielleicht meldet er sich ja, während wir hier die Aufnahme machen. Ich meine, Skype steht an. Und ich hatte nur gefragt, ob er vielleicht auch das ganze Buch als PDF hat oder was. Wie kommt er an solche Sachen? Hat vielleicht mal irgendeiner irgendwo hochgeladen, aber trotzdem muss man sowas erstmal finden können. Und ja, ich wollte heute eigentlich auch kein großes Video machen, weil im Augenblick ist das ja ist alles ein bisschen im Umbruch bei mir. Einige Dinge gehen zu Ende, andere Dinge fangen neu an und auf dem rein deutschen Kanal werde ich ja mich anders orientieren müssen und die Impfquisition, da muss ich noch viele, viele Videos machen, die werden alle auf der Webseite erscheinen. Da haben wir heute gerade den Server gewechselt. Jetzt muss der Sven wieder alles hochladen, was vorher war, weil auf dem neuen Server muss alles wieder von vorne gemacht werden. Also die Programmierung ist natürlich dieselbe, die Seite steht, aber die ganzen Inhalte müssen wieder neu hochgeladen werden. Das ist eine ganze Menge Arbeit, weil wir jetzt weil er jetzt einen Server hat für uns, der also deutlich mehr Daten, eine größere Datenbank zur Verfügung stellt, dass man viel mehr hochladen kann. Und da werden wir wohl jetzt eine Zeit lang mit hinkommen, hoffentlich. Jedenfalls passieren so viele andere Dinge im Augenblick, dass ich wenig Zeit habe, Videos zu machen, obwohl ich gerne mehr machen würde. Aber wenn ich mich dann ans Mikrofon setze, dann muss auch der Heilige Geist mit mir sein. Und ich wollte eigentlich heute Nachmittag eine englischsprachige Lesung machen, habe das jetzt noch auf, ja, wahrscheinlich wohl Montag verschoben. Und deswegen kommt jetzt diese Lesung über das Buch, das heißt Die Dunkelmänner. Ich möchte euch erstmal im Internet zeigen, habe ich das Buch gesucht. Dunkelmänner, ein geschichtliches Bilderbuch von Willem Matthiessen. Es wurde herausgegeben, zusammengestellt und herausgegeben von Willem Matthiessen. Ich habe diesen Menschen nicht nachgesucht, also auf Google oder was nachgeforscht. Ist mir im ersten Blick, im ersten Moment auch erstmal egal. Würde ich nur machen, wenn ich tiefer in das Buch reingehe. Wir machen ja heute nur eine kleine Lesung darüber. Ihr seht hier, der Preis ist 158 Dollar, wenn man das hier bei abebooks.com kauft. Und über den Inhalt wird hier geschrieben, das größte Geschäft, Geliebte im Herrn, die Kirche hat einen guten Magen, die Astlochgucker, lasset die Kindlein zu mir kommen, im trauten Heim, Kraft des Glaubens, wehe, wenn sie losgelassen, der Heilige Krieg, protestantische Rompilger, unterm Krummstab ist gut wohnen, das neue Reich. So viel zu dem Buch in der Zusammenfassung. Und jetzt schauen wir uns das Buch mal an, weil es ist wirklich ganz interessant, was ich da so gesehen habe. Wie gesagt, es wird kein langes Video, aber so ein bisschen was, um den Montagabend ein wenig aufzufüllen, wenn dieses Video in Premiere erscheinen wird. Dieses Bild hier ist ein Umschlagbild, das ich im Internet von diesem Buch gefunden habe. Oder besser gesagt, das ist auf einer Verkaufsseite dieses Buches. So ist das anscheinend dann verkauft. Und man sieht hier, das ist nicht nur eine dunkle Wolke, sondern das sieht sehr jesuitisch aus, was hier in Sonnenstrahlen oder hinter Sonnenstrahlen hier hervorkommt. Und ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass hier vorne eine Frau ist. Das soll wohl eine Frau darstellen, jedenfalls, wo dahinter das kommt. Das erinnert mich dann gleich an
was wir aus so Lesungen kennen wie Die Frau und der Beichtstuhl. Ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe es euch empfohlen, aber wir haben ja öfter über den Beichtstuhl gesprochen in Liguoris Moralarbeit über die römisch-katholische Kirche, in Das Doppelgesicht des Papsttums und auch in anderen Sendungen wurde der Beichtstuhl öfter angesprochen, wie die römisch-katholische Kirche dort die Ehe zerstört, die Frau für sich gewinnt und überhaupt Einfluss auf die Frauen nimmt. Und das ist halt wie so ein dunkles Gewitter, was hinter den unbedachten Menschen aufzieht. Das ist ja ziemlich genau, was dieses Umschlagbild, glaube ich, uns mitteilen will. Und dann, wie gesagt, 18 Seiten hier aus dem PDF, das ich von Gerald bekommen habe. Und das erste Bild ist gleich ein, denke wohl, Papst. Und ein Jesuit soll das sein. Das sieht man hier an seiner Mütze. Das ist die typische alte Jesuitenmütze. Kennt ihr übrigens auch von Eric John Phelps, wenn der seinen Jesuitenanzug trägt, dann hat er auch diese Mütze auf dem Kopf. Und darunter steht geschrieben: Friede ist ausgeschlossen, die Saat des Hasses ist uns eingeboren. Imagi primi saeculi SJ, also ein heiliges, eingeprägtes Bild, so würde ich das übersetzen, aus der SJ, also Sociedad Jesus, der Gesellschaft Jesu. Bild vom ersten Jahrhundert der Gesellschaft Jesu. Das Bild einerseits und der Text andererseits. Frieden ist ausgeschlossen, die Saat des Hasses ist uns eingeboren. Da muss man sich doch mal überlegen, wenn man jetzt vielleicht mal ganz neu auf diesem Kanal ist und dieses Video vielleicht als allererstes schaut und sieht und man hat so gar keine Ahnung von, wo steht der Kanal für, wo steht Katholizismus für, wo steht Protestantismus für, wo steht die Bibel für. Da muss man doch sagen, von was ist das für eine Aussage? Von einer Gesellschaft, die sich die Gesellschaft Jesu nennt. Frieden ist ausgeschlossen, die Saat des Hasses ist uns eingeboren. Ich meine, Jesus Christus hat Liebe gelehrt, nicht Hass. Jesus Christus ist der Friedensprinz, nicht der Kriegsgott oder Kriegsprinz, Kriegskönig. Ja? Gott ist er sowieso nicht, das ist wieder eine andere Sache. Frieden ist ausgeschlossen, die Saat des Hasses ist uns eingeboren. Ist das ein Satz, glaubt ihr, den der Jesus Christus sagen würde, den wir aus der Bibel kennen? Nun, als ich diesen Satz gelesen habe heute Nachmittag, musste ich sofort an ein Zitat von Martin Luther denken, das auch auf meiner Webseite zu finden ist. Das da lautet: Friede, wenn möglich, die Wahrheit um jeden Preis. Ein Spruch von Martin Luther. Und wenn man das jetzt gegenüberstellt dem, was hier geschrieben steht, Friede ist ausgeschlossen. Martin Luther sagt, Friede, wenn möglich. Die Saat des Hasses ist uns eingeboren, nur die Wahrheit um jeden Preis. Wenn man das miteinander vergleicht, dann erscheinen mir die Worte von Martin Luther biblischer und mehr an die Person Jesus Christus verbunden als die Worte von der sogenannten Gesellschaft Jesu. Das nur mal eben dazu. Natürlich, wenn man weiß, was der römische Katholizismus ist, wenn man weiß, wo die Jesuiten wirklich für stehen, dann überrascht einen das nicht. Aber es geht ja darum, auch immer wieder andere neue Leute aufzuklären und man kann ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Aber wenn man dieses Zitat sieht, wovon ich jetzt gar nicht mal weiß, wo das herkommt, ich habe das auch nicht nachkontrolliert, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Ich sage ja immer, stellt eure eigenen Nachforschungen an. Nun, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man die Jesuiten kennt und jetzt mal gar nicht von dem vierten Eid gesprochen, ich nenne es eigentlich schon fast den Eid des Kadavergehorsams, wenn man diesen vierten Eid kennt, der ja auch auf meiner Webseite ist, das ist ein Punkt. Aber wenn man das kennt, wenn man weiß, wofür die Gesellschaft Jesu gegründet wurde, als Gegenreformation, dann ist das, was hier gesagt wird, Friede ist ausgeschlossen. Friede mit wem?
Friede mit Protestanten ist ausgeschlossen, weil die Jesuiten wurden errichtet, um die Protestanten, den Protestantismus und die Reformation und den Reformatismus zu vernichten, um die Bibel zu vernichten. Die Saat des Hasses ist uns eingeboren, das heißt, Liebe kennen sie nicht, sie kennen nur Hass. Und wenn man die Jesuiten ein wenig kennt, dann weiß man, dass man diesen Spruch noch gar nicht mal hinterfragen muss oder nachforschen muss, wo der eigentlich herkommt. Wenn man die Jesuiten kennt, ist es deutlich, dass das tatsächlich das Motto ist, wo die Jesuiten für stehen. Ob das jetzt hier ein offizielles Zitat von den Jesuiten ist oder nicht, spielt keine Rolle. Es drückt aus, wofür der Orden steht. Ja? Und deswegen habe ich gleich diesen Spruch von Martin Luther hiermit beigemacht. Friede, wenn möglich, die Wahrheit um jeden Preis im Verhältnis zu Frieden ist ausgeschlossen, die Saat des Hasses ist uns eingeboren. Ja, und hier habe ich nur einen Link gemacht, wo man, wie das Buch heißt, ne? Dunkelmänner, ein geschichtliches Bilderbuch von Wilhelm Mathiesen. Gut, gehen wir mal auf die nächste Seite. Da sehen wir hier zwei Priester wohl. Ne? Man sieht das hier an ihrer weißen Kragen, an ihrem weißen Kragen. Und diese beiden Priester besprechen etwas miteinander. Nämlich, so sagt der eine zu dem anderen, Herr Kollege. Kann ja auch sein, dass das jetzt keine Priester sind, sondern dass das nur, dass ich das jetzt hier verkehrt interpretiere. Für mich sehen das aus wie Kirchenangehörige. Können aber genauso gut auch irgendwelche Professoren oder was weiß ich sein. Jedenfalls sagt der eine zum anderen, Herr Kollege, also Wissenschaft recht und gut, aber nur im Seminar. Fortschritt in Betreff unseres Kirchenvolkes lehnen wir grundsätzlich ab. Also das erhärtet dann die Meinung, dass es hier um Priester, römisch-katholische Priester geht, weil sie sagen, Wissenschaft recht und gut, aber nur im Seminar. Ein Seminar, das von Priestern besucht wird, wo eben Priester ausgebildet werden. Priesterseminare. Warum er jetzt hier Herr Kollege sagt, weiß ich nicht, wie die sich untereinander anreden, ist ja auch wurscht. Wissenschaft, Recht und Gut, aber nur im Seminar. Fortschritt in Betriff unseres Kirchenvolkes lehnen wir grundsätzlich ab. Mit anderen Worten, hier wird ganz deutlich das gesagt, was ich schon seit Jahren als das Mantra in dieser Welt verkündige, wofür die Jesuiten stehen, das Lernen gegen das Lernen. Das Lernen aus der Heiligen Schrift gegenüber dem Lernen in der Welt. Und wir wissen alle, dass wir dumm gehalten werden sollen. Und hier ist wieder mal ein weiterer deutlicher Satz, der uns das sagt. Wissenschaft recht und gut, aber nur im Seminar. Das heißt, nur für die Auserwählten, nur für diejenigen, die in der Kirche eine gewisse Position bekleiden. Oder durch die Kirche eine gewisse Position bekleiden. Die dürfen wahre Wissenschaft kennen. Fortschritt in Betreff unseres Kirchenvolkes lehnen wir grundsätzlich ab. Das heißt, das Volk muss dumm bleiben. Das darf gar nicht teilhaben an den Errungenschaften der sogenannten Wissenschaft. Ob wir jetzt über die Wissenschaft in dieser Welt sprechen, die sowieso nur vorgibt, Wissenschaft zu sein, aber alles nur Lug und Betrug ist, oder ob wir über wirkliche Wissenschaft reden, was ja noch viel schlimmer wäre, wenn die Menschen davon Kenntnis hätten. Wissenschaft zum Beispiel im Licht der Bibel, Wissenschaft auf Basis von Gott und Gottes Wissen und Gottes Erkenntnis und Gottes Lehre. Ja? Es gibt viel mehr Wissenschaft, als ihr euch vorstellen könnt. Wie man immer so schön sagt, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erden, als wir uns vorstellen können. Und als ich diesen Satz gelesen habe, Wissenschaft, Recht und Gut, aber nur im Seminar, Fortschritt ist in Betreff unseres Kirchenvolkes lehnen wir grundsätzlich ab, da musste ich direkt an eine Serie denken, die Bruder Michael in Englisch gemacht hat, leider nur in Englisch. Die heißt Science is the New Religion. Also Wissenschaft ist die neue Religion. Ist das nicht treffend, wenn man diesen Satz hier sieht? Wissenschaft ist neue Religion. Und wenn diejenigen, die an dieser Religion teilhaben, eben bestimmen, dass diejenigen, die nicht an dieser Wissenschaftsreligion teilhaben, eben ein verdummtes Volk sein müssen. Fortschritt in Betreff unseres Kirchenvolkes lehnen wir grundsätzlich
grundsätzlich ab. Auch dies ist, wenn er spricht von wir, in Bezug auf die Gesellschaft Jesu, die ja 1599 das Papier von Ratio Studiorum rausgebracht hat, das dann Anfang des 17. Jahrhunderts auch vollkommen umgesetzt wurde. Das, so lange haben die Jesuiten gebraucht, um die meisten wichtigen und prestigiösen, diejenigen mit dem besten Leumund und mit dem besten Ruf, mit der besten Reputation, Universitäten und sowas unter Kontrolle zu bekommen. Ja? Das hat schon ein halbes Jahrhundert gedauert. Und überall in die Länder, wo sie reingingen, wo es sie vorher nicht gab, haben sie neben erstmal die Führer des Volkes zu übernehmen oder zu beeinflussen durch den Beichtstuhl und andere Dinge, haben sie natürlich dafür gesorgt, dass sie das Ausbildungssystem in die Hände bekommen. Ja? Und es gibt viele, viele Aussagen der römisch-katholischen Kirche in Bezug auf das Ausbildungssystem, wo ich jetzt hier gar nicht eingehen will, weil ich wollte ja ein kleines Video machen. Aber wir sollten dieses hier vielleicht auch mal nehmen, ein kleines bisschen zur Bestätigung von vielen Arbeiten, die ich bereits in der Vergangenheit gemacht habe. Und dann sehen, dass hier in diesem Buch, das ja in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts aufgetaucht ist, ne, wir sehen es hier oben, published bei München Knorr und Hirt 1941, also vor knapp 80 Jahren ist das erschienen anscheinend. Das soll uns ja nur eine Idee geben, dass wir auch hier in diesem Werk wieder das bestätigt finden, was in Werken aus dem 19. Jahrhundert, aus dem 18. Jahrhundert bereits gesagt wurde über die Jesuiten und was von Anfang an den Protestanten und den wahren Gläubigen, den Heiligen über die Jesuiten und die römisch-katholische Kirche klar war. Also, wer Englisch kann, der sollte sich sicher auf Michaels Kanal die Serie anschauen, Science is the New Religion. Schade, dass er es nur in Englisch gemacht hat. Und ich persönlich, es ist eine Serie, glaube ich, wo er über 100 Folgen geplant hat und über 80 sind schon hochgeladen. Ich persönlich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe weder die Zeit noch die Muße gehabt, mir seine Serie anzuschauen. Nur, ich habe hier und da eine Sendung angeschaut und ich muss sagen, das ist schon sehr interessant, was er da alles zusammenträgt. Aber, dass der Michael sehr interessante Dinge zusammentragen kann, das wisst ihr ja von seiner Verschwörungsserie und von der satanischen Musik- und Medien- und Geschlechtsagenda, wie wir das genannt haben. Ne? Also das ist ja nichts Neues. Der Michael ist da wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Und dieser Satz sagt so viel. Wissenschaft, Recht und Gut. Aber nur im Seminar. Nur für den Klerus. Fortschritt in Betreff unseres Kirchenvolkes lehnen wir grundsätzlich ab. Das Volk muss dumm gehalten werden. Der Peterspfennig. Da sieht man hier auch ein sehr vielsagendes Bild, dass jemand, der nicht gerade von den, vom Reichtum anscheinend gesegnet ist, das sieht man an dem verhärmten Gesicht, möchte ich schon beinahe nennen, ein ängstliches kleines Kind auf dem Arm, ein ängstliches kleines Kind daneben bei, dass wahrscheinlich diese Person so ungefähr ihren letzten Pfennig nimmt, um an den hier, und das ist ja jetzt in Schwarz-Weiß mehr oder weniger, aber doch reich gekleideten, kirchlichen Vertreter zu geben, um die arme Kirche doch zu unterstützen, die ja von sich behauptet, noch ärmer zu sein, als diese arme, verhärmte Person mit den beiden Kindern, die ihren letzten Taler da der Kirche spendet. Der Peterspfennig. Wer mehr über den Peterspfennig wissen will und Englisch kann, der muss das Buch von Avro Manhattan, The Vatican Billions lesen. Da steht eine ganze Menge darüber drin geschrieben. Sehr interessant, aber gehe ich jetzt nicht drauf hinein. Religiöse Erziehung. Ja, jetzt werde ich mal probieren, bayerisch zu sprechen. Ich als Hamburger, mir geht das nun wirklich nicht ab. Aber der Text hier drunter ist in bayerisch gehalten. Religiöse Erziehung. Ja, Madel, um Gottes Willen. Woher warst denn du all die abscheulichen Sachen, die ganz abscheulichen? Der Herr Kaplan hat mich in der Beicht drum gefragt. Wer weiß denn all diese ganzen abscheulichen Dinge? Ja, wenn wir uns nochmal erinnern an die Moraltheologie des... jetzt habe ich seinen Namen gerade auf der Zunge. Liguori. Und das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig, wenn wir davon ausgehen, dass dieses Buch hier ja anscheinend 1941 erschienen ist und der
Gassmann hieß er, glaube ich, der das Buch rausgebracht hat von der Moraltheologie der Siliguri. Das war in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, also ein paar Jahre vor diesem. Ja? Und in dem Buch der Moraltheologie wurde sehr viel über den Beichtstuhl gesprochen. Und welche Geheimnisse, welche privaten Gedanken, Lüste, Verlangen der Pastor, der Priester den Frauen abverlangt hat, ihnen zu erzählen, um damit einerseits seine sexuelle Verlangen, seine sexuellen Verlangen, seine Sucht danach zu befriedigen, auf der anderen Seite ein Druckmittel gegen die Frauen zu haben, um die Frauen erpressen und sie damit sich gewillig machen zu können, und auf der wieder anderen Seite selbst Dinge in der Hand hatte oder hat, wenn man in der Gegenwart spricht, um dann gegen den Ehemann der Frau vorzugehen und sich in die Ehe einzudrängen als eine dritte, und ich sage hier ganz deutlich, unerwünschte Person. Ja, Madel, um Gottes Willen, woher warst denn du all die abscheulichen Sachen, die ganz abscheulichen? Der Herr Kaplan hat mich in der Beichte drum fragt. Und was der Herr Kaplan in der Beichte fragt, das muss man ja sagen. Da darf man nichts zurückhalten, weil das ist Sünde in der römisch-katholischen Kirche. Wie gesagt, es geht hier um die Dunkelmänner, es geht hier um die katholische Kirche. Das nächste ist ein sehr interessantes Bild, wo ein, ich sage mal, wie ein Mönch gekleideter mit der Kirche in der einen Hand den Fuß auf das Haus stellt, das Schulhaus betitelt ist. Und darunter der Text, spricht auch wieder Bände. Solange der Staat uns die Schule lässt, ist er der Lackierte. Also heute würden wir sagen, der Gelackmeierte. Warum lässt denn der Staat der Kirche die Schule? Weil die Kirche sagt, dass ihre Geistige über der temporalen, säkularen, über der weltlichen Macht steht. Deswegen ist es auch sehr bezeichnend, dass der Mönch hier den Fuß auf dieses Schulhaus setzt. Zur Unterdrückung. Genauso wie Antichrist Papst Gregorius VII. Hildebrand seinen Fuß auf den Nacken von König Henry IV. Gelegt hat, der dann zurückrudern musste und dem Papst zugegeben hat, dass der Papst alle Macht über ihn hat. Gregor VII. Und Heinrich IV., das ist ein Thema für in der Zukunft, da werde ich mich noch sehr intensiv mit beschäftigen. Da müsst ihr noch viele Videos von mir ertragen zu dem Thema, weil das ein sehr wichtiger Zeitpunkt war, was da passiert ist. Aber der Punkt, der hier gemacht wird, ist halt, solange der Staat uns die Schule lässt, ist er der Gelackmeierte. Ich gebrauche jetzt mal das modernere Wort. Und warum ist der Staat der Gelackmeierte? Weil der Staat im guten Vertrauen seine zukünftigen Führer der Kirche überlässt. Und das Problem ist ja, dass wir wissen, dass die Kirche oder die Menschen, die in der Kirche sind, ein guter Katholik und jeder, der zum Klerus der Kirche gehört, also zur Kirchenhierarchie, nur einer Person seine Treue schwört, nämlich dem Papst, einem fremden Herrscher, nicht dem eigenen. Das heißt, der Staat gibt jetzt seine Kinder in die Obhut einer Institution, die sie erzieht im Sinne eines fremden Regenten, nicht des eigenen Regenten, nicht der Regierung des Landes, in dem die Kinder leben und ihre Eltern und alles drum und dran, sondern eines Regenten eines anderen Staates, nämlich des Vatikan, des kleinsten Staates, das kleine Horn. Na? Und solange der Staat
uns, der römisch-katholischen Kirche und auch den Jesuiten, das muss man ganz deutlich dabei sagen, Ratio Studiorum, wie gesagt, solange der Staat uns die Schule lässt, ist er der Lackierte. Ratio Studiorum habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das kennt vielleicht nicht jeder. Ich werde mal eben das Bild dazu raussuchen. Dann werden wir das hier auch nochmal eben zeigen. Ratio Studiorum, da haben wir zum Beispiel dieses Bild hier. Das lassen wir mal hier so stehen, das ist ja eigentlich ziemlich deutlich. Ratio atque institutio studiorum societatis Jesu. Rom in collegio Rom iuste, das kann ich nicht gut lesen, anno MDC V1, also MDC, das ist 1600 und V1 ist 6, also 1606. Wie ich sagte, das ist eigentlich aus den 1599 und bis dann die verschiedenen Schriften alle veröffentlicht wurden, war es Anfang des 17. Jahrhunderts. Hier ist das jetzt Jahr 1606. Natürlich wieder mit dem jesuitischen Motto Ad Majorem Dei Gloriam und das ist hier Ignatius Loyola und wenn ihr glaubt, dass der hier die Bibel hochhält, nein, das ist die Verfassung der Jesuiten, wo hier in dem Bild IAS mit Sonne dabei steht und das alles hier drüber ist und hier ist natürlich das Heilige Herz Jesu oder das Heilige Herz der Maria. Ja, eine absolute Gräulichkeit dem Herrn gegenüber. Der natürlich hier, der Ignatius Loyola, eben dafür steht, um mit dem Ratio Studiorum das System, das Lernen gegen das Lernen aus der Welt, dem Lernen aus der Heiligen Schrift gegenüberzustellen, weil die Heilige Schrift wird ja von der römisch-katholischen Kirche verdammt. Die römisch-katholische Kirche sagt ganz klar, wenn es darum geht, um Dogmen zu erstellen und wenn es darum geht, um den Glauben zu begründen, dann steht die Tradition der römisch-katholischen Kirche über der Bibel. Darüber. Die Traditionen und Lehren der römisch-katholischen Kirche sind mehr wert als die Bibel in der römisch-katholischen Kirche. Solange der Staat uns die Schule lässt, ist er der Lackierte, weil wir nehmen ihm die Kinder weg und er begreift es noch nicht mal. So wär's recht. Ein Priester, meines Erachtens wieder von dem Hut her gesehen, ein Jesuit, der von dem Staat, der staatlichen Autorität, ein Polizist, ja, die Kinder in die Schule bringt, in die Obhut des Priesters. Dass das auch noch ein Pädophiler ist daneben, da wollen wir jetzt mal gar nicht drüber reden, das ist wieder ein ganz anderes Blatt aufreißen oder da könnt ihr auch gerne mal die Spielliste von mir anschauen über den systematischen katholischen Kindesmissbrauch. Auch eine Sache, die ich mal angefangen habe und eigentlich noch sehr viel weitermachen wollte, aber leider habe ich keinen Kontakt mehr mit Maximilian, was daran liegt, dass er sich nicht mehr meldet. Und er hat sich dazu bereit erklärt, damals die Dinge zu übersetzen und das mit mir zu machen. Und naja, da kommt nichts von, genauso wie das Buch Eine für alle, alle für eine wahrscheinlich wohl nie erscheinen wird, weil ich habe die Dokumente nicht, er hat sie und ich habe keinen Kontakt mehr mit Maximilian. Aber davon jetzt mal abgesehen, so wär's recht, so soll es sein, dass die Autorität des Staates, die Polizei, die Exekutive dafür sorgt, die Kinder in die Obhut der pädophilen Priester zu bringen, die dann eine Ausbildung an den Kindern vornehmen, die im direkten Gegeninteresse des Staates eigentlich ist, weil man unter einer Ägide erzogen wird, die einem anderen Herrscher gehorsamt, nämlich dem Papst. Sie kommen, von Kreuz und Fahne angeführt, den Giftsack hinten aufgeschnürt, der Fanatismus ist Profoss, die Dummheit folgt als Betteltross. Sie kommen, die Jesuiten. Von Gottfried Keller, 1843. Ich denke nicht, dass ich diesem Bild noch sehr viel zufügen muss. Hier haben wir jetzt zwei Bilder auf einer Seite. Die schwarze Wolke, auch das ist, denke ich, ziemlich deutlich, worüber es geht. Und hier die deutsche Eiche. Anno dazumal. Die Eiche steht für Kraft, Selbstbewusstsein, Stolz,
Dinge, wofür die deutsche Nation eigentlich steht. Aber hier wird sie durch die Werke der Jesuiten, die sich hier wie Fledermäuse oder Käfer oder was auch immer einnisten, den Baum aushöhlen, sodass er nach außen hin stark erscheint, aber nach innen geschwächt ist. Die deutsche Eiche anno dazumal. Weh dem, der denkt. Ja, dieses Bild habt ihr wahrscheinlich schon öfter gesehen. Das war damals im Circus Maximus im heidnischen Rom, wo die ersten Christen den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen wurden. Hier macht jetzt der Autor ein Bild von, wo der Papst hier sitzt und seine ganze Kurie hier neben, ne, die Kardinäle, die alle in Scharlach gekleidet sind. Ja? Und die wilden Tiere, die dann auf die Menschen losgehen, die zwischen Anführungszeichen gebildet sind. Ne? Dafür stehen die Menschen, die so von diesen Bärten haben und mit Brille dabei sind. Das soll dafür dastehen, dass das Menschen sind, die eben für sich selbst haben. Lernen, denken. Das Problem ist, Selbstdenken, eigenständiges Denken, freies Denken ist ein absolutes Gräuel der römisch-katholischen Kirche. Und da muss man nur mal den Syllabus der Fehler von Papst Pius IX. Von 1864 lesen. Wehe dem, der denkt. Was macht die römisch-katholische Kirche mit dem, der denkt? Sie unterdrückt ihn, sie verfolgt ihn, sie foltert ihn und sie tötet ihn. Und das soll dieses Bild ausdrücken. Nächstes Bild. Nur keine Reformen, keine Zugeständnisse an die weltliche Wissenschaft. Dabei haben wir noch immer draufgezahlt. Den ersten Fehler hat die Kirche gemacht, als sie zugab, dass die Erde rund sei. Jetzt weiß ich, werden da sicher einige kommen, die sagen, oh Jörg, jetzt machen wir aber eine schöne Diskussion mal über die runde Erde oder die flache Erde. Nee. Mache ich nicht. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass vor Galileo Galilei die ganze Welt, auch die Kirche, geglaubt, gewusst, gelehrt hat, dass die Erde flach ist. Und dann haben sie Galilei zum Märtyrer gemacht und deswegen ist heute die Erde rund. Ob sie rund ist, ob sie flach ist, ist mir so wurscht, wie ob ihr euer Spiegelei auf einer Seite oder auf beiden Seiten gebacken esst, weil ich bin Veganer, ich esse kein Spiegelei. Es ist absolut unwichtig, was es ist. Wichtig ist, dass wir auf einer Erde leben, die vom Teufel regiert wird. Nur keine Reform. Nur keine Reform. Keine Zugeständnisse an die weltliche Wissenschaft. Dabei haben wir noch immer drauf gezahlt. Die Kirche hat den Fehler gemacht, als sie zugab, die Erde sei rund. Na, ich glaube, dass wir das hier ein wenig anders verstehen müssen. Das ist kein Fehler, sondern damit hat die Kirche die Tür geöffnet, diese falsche Lehre, die ja inzwischen auch in Anerkennung der Evolutionstheorie ist, ne? In der römisch-katholischen Kirche wird ja die Evolutionstheorie inzwischen schon mehr als toleriert, sie wird ja sogar schon gelehrt auf ihre eigenen Worte hin, um diesen Umschwenk zu machen. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn die römisch-katholische Kirche sagt, die Erde ist rund, dann glaube ich an der Bibel zu sehen, dass die Erde flach ist. Aber mehr sage ich da nicht zu. Interessant finde ich nur halt diesen Satz, der im Grunde eben nicht darauf ausgeht, dass im Grunde die ursprüngliche Lehre richtig ist, dass die Erde flach ist. Denn, sagt ihr, den ersten Fehler hat die Kirche gemacht, als sie zugab, dass die Erde rund sei. Das würde ja heißen, dass sie vorher schon wusste, dass sie rund war. Naja, will ich nicht zu viel darauf eingehen, aber wir wissen auf jeden Fall, dass es hier geht um eben das Lernen gegen das Lernen. Keine Zugeständnisse an die weltliche Wissenschaft. Keine Zugeständnisse an die Wissenschaft aus der Bibel. So kann man das auch lesen. So, jetzt muss ich aufpassen, wenn ich zu weit runter scroll, die Seiten brechen jetzt automatisch scharf um. Das ist in diesem Buch eben so. Hier haben wir wieder das Bild von zwei Priestern in ihrer ganzen Leibesfülle, wobei hier unten drunter schrieb ein Zitat von Antichrist Papst Pius XI. Aus 1935. Pius XI. War der geregiert hat zwischen Pius X. und Pius XII. Logischerweise. Deswegen ist er Pius XI. Pius X. war während des Ersten Weltkriegs. Ich glaube, danach war noch kurz ein anderer oder was, weiß ich nicht genau. Dann kam Pius XI. und dann 1939 Pius XII. Eugenio Pacelli. Dieser Papst
Pius XI. Hat jedenfalls gesagt, Zitat, alle Wohltaten, welche die christliche Kultur in die Welt gebracht hat, sind dem Wort und Wirken des katholischen Priesters zu verdanken. Da muss man natürlich sofort sagen, alle Wohltaten, die die katholische Kultur, ja, hier steht christliche, die die katholische Kultur in die Welt gebracht hat, sind dem Wort und Wirken des katholischen Priesters zu verdanken. Das Problem ist, und wie gesagt, ich wollte ja eigentlich ein kurzes Video machen, ich gehe jetzt nicht darauf ein, dass die katholischen Priester in Wort und Wirken der Welt niemals irgendeine Wohltat gebracht haben. In dem zweiten Bild, O Herr, der du willst, dass Friede und Eintracht herrscht auf Erden, gib uns Kraft, dass wir die Ketzer derschlagen und Aru schaffen im Land. Das scheint mir ein deutliches Jesuitengebet zu sein und man sieht ja mit dem Dreizack, an welchen Herren sie sich hier wenden. Nächstes Bild. Antichrist Papst Leo der 13. Oh, ihr gesegneten Flammen des Scheiterhaufens! Was zum Teufel ist an dem Scheiterhaufen gesegnet, auf dem Millionen und Abermillionen Heiliger des Herrn Jesu Christi im Lauf der Geschichte ihr Leben haben lassen müssen? Entweder lebendig verbrannt oder aber davor ermordet und dann verbrannt, meistens aber lebendig verbrannt. Diese Gräulichkeit, diese Abscheulichkeit, auch noch gesegnet zu nennen, lässt doch keinen Zweifel darüber, von welchem Gott wir hier reden, oder? Da kann er tausendmal hier sein Kreuz in die Höhe halten. Dann wird nur desto deutlicher, dass das T ist, das für Tammuz steht, den Sohn von Nimrod und Semiramis und nicht für Jesus Christus stehen kann. Glaubt ihr, dass Jesus Christus seine Gegner damals auf den Scheiterhaufen verbrannt hätte, wenn er gewollt hätte? Er hätte es gar nicht gewollt. Du sollst nicht töten, lautet eins der Gebote von unserem Vater im Himmel. Und wenn ich Menschen lebendig ins Feuer gebe, dann ist das wohl mit der Absicht zu töten, nicht wahr? O ihr gesegneten Flammen des Scheiterhaufens, das sagt ein Papst. Jetzt müssen wir uns mal vor Augen halten damit. Der Papst, der das hier sagt, Leo der 13., ist der Nachfolger von Pius dem 9. aus dem 19. Jahrhundert, hat gelebt bis 1903, also hat regiert von, ich glaube, 1878 bis 1903, Papst Leo der 13. Wir sprechen ja hier von einem Menschen, der ein Büro besetzt, ein Amt besetzt, nicht Büro, ein Amt. Das Amt des Papsttums. Das Amt des Papsttums ist der Antichrist. Jeder einzelne Papst, der auf dem Stuhl Platz nimmt und das Amt ausübt, ist der Antichrist. Der Punkt ist, mit anderen Worten ist das dann also Papst Johannes Paul II. Auch gewesen, der ja regiert hat zwischen 1978, das Jahr der drei Päpste, und 2005, 27 Jahre. Und Michael Gorbatschow hat, als er auf einem Besuch mit seiner Frau Raisa im Vatikan war und er Raisa an den Papst vorgestellt hat, gesagt zu seiner Frau, siehe hier, die höchste menschliche Moralautorität auf der Erde, der Papst. Und dieser Papst, wenn auch in der Form einer anderen Person, aber doch immerhin Träger desselben Amtes, sagt hier, O ihr gesegneten Flammen des Scheiterhaufens. Wie lässt sich das mit der höchsten Moral auf dieser Welt übereinbringen?
ist mal eine offene Frage, die ich jetzt an die Zuschauer stelle. Die Instrumente sollte man also haben. Nachher war es besser, um unseren heiligen Glauben bestellt. Also mit anderen Worten, solche Instrumente sollten wir uns bewahren, weil ne, nachher war es besser, um unseren heiligen Glauben bestellt, nachdem wir diese Instrumente, diese Folterinstrumente in der Inquisition angewendet haben. Diese Instrumente sollten wir noch haben. Ja, heute sind die Instrumente vielleicht ein wenig anders, aber die Inquisition gibt es immer noch. Und so denken da halt vor allen Dingen tridentinische Katholiken darüber. Die Instrumente sollten wir halt nur haben. Na, schon was besser um unseren heiligen Glauben bestellt. Ja, ich bin nicht besonders gut im Dialekte nachmachen. Ich probiere es mal einigermaßen vernünftig zu lesen hier. Mission! Geht hin in alle Welt und lehret alle Völker. Das hat Jesus Christus gesagt. Das ist der Auftrag des Evangeliums, aber doch nicht auf die Art und Weise, wie es durch die Gesellschaft Jesu und die römisch-katholische Kirche passiert, wie es hier in diesem Buch dargestellt ist. Mission, da kann euch Michael einen Vortrag von einer ganzen Stunde drüber halten, aber eine Mission ist im Grunde nichts anderes, als Agent auszugehen und eben für die römisch-katholische Kirche zu agieren, mit allen Mitteln, die die zur Verfügung stellt. Wie zum Beispiel hier, dass die indigenen Völker, auf die man stößt in neuen Ländereien, dass man die ermordet, dass man die kalt macht, wegstellt, dass man dafür sorgt, dass die Länder vereinnahmt werden für den Papst und die Völker, die dort original wohnen, entweder unterjocht werden und dem römischen Katholizismus hörig werden oder aber, dass sie beseitigt werden, ermordet werden. Mit Folterung oder ohne oder auf grausame Art und Weise oder gnadenmäßig mit einem Schuss, wie auch immer, auf jeden Fall beseitigt werden. Die Jesuiten sehen ihre Mission darin, geht in alle Welt und lehret alle Völker, so, auf diese Art und Weise. Nun, geht hin in alle Welt und lehret alle Völker, steht so nicht in der Bibel. Ist aber der Punkt, der gemacht wird im Evangelium, um das Evangelium, also die gute Nachricht, ja, vor allen Dingen die vier Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes in die Welt hinauszubringen, das Neue Testament in die Welt hinauszubringen und alle Menschen zu lehren. Dieser Satz, so wie er hier steht, geht hin in alle Welt und lehret alle Völker, das wird eigentlich gesagt, das soll Antichrist Paul III. Gesagt haben zu Ignatius Loyola und dem neu gegründeten Orden der Jesuiten, nachdem er sie gelehrt hat, nachdem er sie den Orden angenommen hat und ordiniert hat in der römisch-katholischen Kirche. Geht hin in alle Welt und lehret alle Völker den Katholizismus. Nicht bringt ihnen die gute Nachricht vom Evangelium, dass Jesus der Christ ist und dass der Papst der Antichrist ist. Nein, lehrt sie römischen Katholizismus, lehrt sie Satanismus, lehrt sie Luziferianismus, lehrt sie alles außer dem, was in der Bibel steht. Das ist die Mission der Jesuiten. Geht hin in alle Welt und lehret alle Völker von der abtrünnigen Kirche aus Babylon. Wenn die Welt aus allen Wunden blutet, dann ist die Stunde der katholischen Kirche gekommen. Eine Aussage, die Kardinal Faulhaber zugeschrieben wird, über den wir ausgiebig gesprochen haben in dem Buch Hinter den Diktatoren. Da hat sich auch der Viktor noch hintergeklemmt und hat noch viele Dinge über den Kardinal Faulhaber herausgefunden, die in dem Buch mit eingearbeitet sind. Kann ich nur jedem anraten, sich das Buch Hinter den Diktatoren zu besorgen. Das findet ihr ja auf meiner Webseite und auf meiner Archive-Bibliothek. Und dass das natürlich eine Aussage war, die ungefähr zur Zeit des Zweiten Weltkrieges getroffen wurde oder in der Vorbereitung davon, ist dann natürlich ziemlich deutlich, wenn man das in der Hinsicht versteht. Wenn die Welt aus allen Wunden blutet, dann ist die Stunde der katholischen Kirche gekommen. Wann, wenn nicht in der Zeit eines Weltkrieges, blutet die Welt aus allen Wunden. Und das ist die Hochstunde der römisch-katholischen Kirche.
Genau so ist das. Und das hat der Kardinal Faulhaber erkannt und gesagt. Daraus erhält sich die unaussprechliche Größe des menschlichen Priesters, der sogar Gewalt hat über den Leib Christi. Das sagt Antichrist Papst Pius XI. 1935. Daraus erhält sich die unaussprechliche Größe des menschlichen Priesters, der Gewalt hat über den Leib Christi. Hier wird der Priester über Jesus Christus erhoben, weil hier mit gemeint ist die Eucharistie. Also beim Abendmahl das Brot und der Wein, vor allem das Brot. Weil wir wissen ja, dass mit dem römisch-katholischen Dogma der Transsubstantiation das Brot und der Wein verwandelt wird in den wahren Leib und das wahre Blut, Fleisch, Knochen, Blut, Sehnen von Jesu Christi. Hier kann der Priester Jesus Christus nachformen und stellt sich somit über ihn. Nun, das Problem ist, unser Vater, der Höchste der Höchsten ist im Himmel, hat einen Sohn, Jesus Christus, den er gesalbt hat. Christus heißt der Gesalbte. Und er hat ihn dadurch gesalbt, dass er ihn wieder auferweckt hat von den Toten und dass er der Erste der Auferstehung ist und dass er der einzige rechtschaffende Mensch ist, der jemals auf dieser Erde gewandelt hat, weil er war ein Mensch, der ohne Sünde hier mit uns wandelte. Und hier sagt Pius XI., daraus erhält sich die unaussprechliche Größe des menschlichen Priesters, der sogar Gewalt hat über den Leib Christi. Jeder Priester, jeder menschliche Priester, ja, das ist ganz wichtig, das werde ich hier sehen, das steht hier in der Aussage, des menschlichen Priesters. Ja. Jesus Christus ist unser Hohepriester, auch Mensch, aber der ist im Augenblick im Himmel und nicht hier auf Erde. Die Priester sind aber hier auf der Erde. Und die unaussprechliche Größe des menschlichen Priesters, der sogar Gewalt hat über den Leib Christi. Eine angenommene Gewalt, eine erfundene Gewalt, die ihm zuerkannt wird, die er überhaupt nicht hat. Da müssen wir mal uns erinnern an das Gedicht, was ich vorgelesen habe, was im Deutschen ja kein Gedicht war, im Englischen, über das ist vorgekommen in dem Buch Babylon Mysterien Religion von Ralph Woodrow. Wie ihr euch da vielleicht erinnert, dass da auf einer Seite dieses Gedicht abgeschrieben war von der Frau, die halt den Priester eingeladen hat, um bei ihr zu Hause die Eucharistie zu verfüllen. Und er sagte, dass durch seine Worte, hoc est corpus enim meum, er die Macht hat, um dafür zu sorgen, dass das Brot in den wahren Leib Jesu Christi verändert wird. Und dann sagt sie, dass sie halt ein bisschen Arsen eingebacken hat, aber das kann nicht stören, weil es hat ja die nur noch die äußere Form des Brotes, es ist ja der Leib Jesu Christi, er hat es ja verändert, also spielt das Arsen ja keine Rolle. Ja, dass der Priester nicht direkt reingebissen hat, sondern da geschockt von weggelaufen ist, sagt ja deutlich, dass er selber weiß, dass es Hokuspokus ist. Und genau das meint Pius XI. Hier, wenn er das sagt, dass der menschliche Priester eine unaussprechliche Größe hat, die sogar Gewalt über den Leib Christi hat, die er gar nicht hat. Und außerdem wissen wir gar nicht, wie der Leib Jesu Christi heute aussieht, weil er ist im neugeborenen Leib und den kennen wir noch gar nicht. Darum steht in der Bibel, wenn er wiederkommt, dann werden wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Aber wieder mal ein sehr gotteslästerlicher Spruch eines Papstes. Germania in Not, das ist jetzt mal hier für unsere Patrioten. Pius X. von 1911 sagt, die vornehmste Pflicht der Gegenwart ist es, den nationalen Wehrgeist zu bekämpfen. Also mit anderen Worten, dafür zu sorgen, dass die Menschen den wahren Patriotismus, der von der römisch-katholischen Kirche gelehrt wird, annehmen, nämlich den Patriotismus zu Rom und zum römischen Papste und eben nicht sich auf ihre Nation berufen, sondern sich bitte auf Rom berufen. Sich nicht auf den, zwischen Anführungszeichen, Stolz berufen, dem deutschen Volke anzugehören, mit seiner reichen Geschichte,
sondern sich Rom zu unterwerfen. Das heißt es hier im Grunde. Die vornehmste Pflicht der Gegenwart ist es, die Deutschen zu unterwerfen. So kann man das auch verstehen. Deswegen ist da hinten ein Soldat, wahrscheinlich aus dem Ersten Weltkrieg, mit einem Holzbein, das also seine Verwundung aus dem Krieg wohl zeigt. Und hier die Germania vorgeführt wird, mit einem Leierkasten dabei, was natürlich eine Orgel ist, das vornehmste Musikinstrument der römisch-katholischen Kirche. Na gut, wir wollen da gar nicht weiter drauf eingehen. Der Papst an den deutschen Kaiser. Jeder, der die Taufe empfangen hat, gehört in irgendeiner Weise dem Papst an. Nun, hierüber könnte ich jetzt stundenlang lamentieren. Da gibt es mehr als genügend Gründe, um darüber deutlich zu sprechen. Der Papst an den deutschen Kaiser, wie gesagt, da könnten wir nochmal an das Beispiel denken, Gregor der VII. Und Heinrich der IV. Das ist dann für ein anderes Mal. Und wir könnten natürlich genauso gut denken an Boniface den 8., der in 1302 in Unam Sanctam sagte, es ist für die Erlösung einer jeden menschlichen Seele unerlässlich, um Subjekt des römischen Pontiff zu sein. Da habe ich ein eigenes Video drüber gemacht, damals auch mit Viktor, meine ich, Unam Sanctam ad absurdum, da hieß noch was anderes davor, da war noch ein anderer Titel davor, komme ich jetzt nicht drauf, aber mit ad absurdum oder Unam Sanctam werdet ihr auf meinem YouTube-Kanal finden, schaut euch das Video mal an. Und die römisch-katholische Kirche meint halt, dass jeder, der die Taufe empfangen hat, gehört in irgendeiner Weise dem Papst an. Nun, hier müssen wir ganz deutlich wissen, die römisch-katholische Kirche behauptet, dass jede Taufe in Wasser dazu qualifiziert, dem Papst oder der römisch-katholischen Kirche anzugehören. Also selbst wenn man in einer untergetauften Art und Weise, getauft wird, so wie es biblisch sein sollte, dann noch maßt sich die Kirche an zu sagen, von okay, du bist getauft, dann bist du automatisch Subjekt des Papstes, automatisch Subjekt der römisch-katholischen Kirche. Egal, ob du jetzt protestantisch getauft wurdest oder katholisch getauft wurdest. Und weißt du warum? Ich weiß nicht, soll ich das hier schon sagen oder soll ich das vielleicht erst in einem anderen Video sagen? Die meisten Menschen, egal ob protestantisch oder katholisch, lassen sich unter derselben Formel taufen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist römisch-katholische Trinität, Dreieinigkeitslehre aus Babylonien. Auch darüber mehr in späteren anderen Videos. Ihr werdet mir schon noch erhalten bleiben. Zum Schluss noch ein Bild. Rom und der Papst wunderbar in Rot gekleidet, das für vergossenes Blut steht, mit dem schwarzen Hut der Jesuiten, den er aufhat, über dem Deutschen Reich die Häuser und das Volk zerstörend, genau das, was im Dreißigjährigen Krieg passiert ist, was im Ersten Weltkrieg passiert ist. Und was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, der ja, wenn dieses Buch 1941 entstand, damals schon 2 Jahre gewütet hat. Die Kontrolle, die Rom über Deutschland hat. Ja, glaubt mir, es hat einen ganz bestimmten Grund, dass es damals das Heilige Römische Reich deutscher Nation hieß. Dass Deutschland schon immer so ein starkes Volk war. Das hat ganz gewisse geschichtliche Hintergründe. Friedrich Theodor Fischer wird hier zitiert unter diesem Bild. Wir kennen die katholische Kirche genug, um zu wissen, je mehr der berufene Beschützer des Rechts und der vernünftigen sittlichen Bildung nachgibt, umso weniger gibt sie nach, denn ihr genügt nichts als alles. Mit anderen Worten, je mehr der berufene Beschützer, in diesem Fall der Deutsche, der Beschützer des Rechts und der Beschützer der vernünftigen sittlichen Bildung, also genau das, was genau entgegengesetzt der Moral der Jesuiten und der Moral der römisch-katholischen Kirche steht, wenn wir Alfonso Liguori zum als Beispiel nehmen oder auch Busenbaum oder Suarez und wie sie alle hießen, die ganzen Morallehrer der römisch-katholischen Kirche, wenn man diesen berufenen Beschützer des Rechts und der vernünftigen sittlichen Bildung nachgibt, Deutschland,
umso weniger gibt sie die römisch-katholische Kirche nach. Denn sie will alles beherrschen und dazu gehört Deutschland dazu. So, und ich glaube, das war soweit ein ganz interessanter Einblick in dieses kleine Büchlein, das ihr im Internet herunterladen könnt. Ich werde mal sehen, dass ich den Link von Gerald dazu bekomme. Ich werde es irgendwann auch auf meinem Archive und vor allen Dingen meiner Webseite wahrscheinlich veröffentlichen. Ich werde mal sehen, ob ich das ganze Buch kriegen kann, weil das waren ja so 18 Seiten. Aber es ist ein interessantes Nachschlagewerk. Und was ich vor allen Dingen erstaunlich finde, ist, wie offen man noch diese Dinge aussprechen konnte vor heutzutage 80 Jahren. Heute findet sich, glaube ich, keiner mehr, der noch so deutlich die römisch-katholische Kirche anprangert, der so deutlich lehrt, dass Jesus der Christus und das Papsttum der Antichrist ist. Und dabei ist diese Lehre mehr als jeher vonnöten, weil die Menschheit versinkt im römisch-katholischen Ökumenismus, im Einheitsbrei der römisch-katholischen satanischen Kirche und man erinnert sich nicht mehr der wahren Lehre der Bibel. Und deswegen sollten wir vielleicht den Rest dieses Abends gebrauchen. Naja, das Video erscheint Montag, es ist heute Freitagabend, es ist heute Sabbatabend. Und ich werde noch ein wenig in der Bibel lesen und ich hoffe, ihr tut dasselbe. Ich danke euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Es ist doch ein wenig länger geworden, als ich dachte, aber so ist das mit mir immer. Ich plane 10 Minuten und mache dann 50 oder so. Ich weiß nicht, mal sehen, wie lange es geworden ist. Danke fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Maranatha. O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine. Du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeinde. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hand. Wie groß ist seine Ehre im Land und auf dem Meere. Das wollen die Werke uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den ebenen Feldern, die Vögel in den Wäldern tun uns die Wahrheit melden. Ein jedes Werk preist unseren Gott, weil er so gut erschaffen. Der Mensch tut's aber zerbrechen, der Wahrheit widersprechen, Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da, die soll der Mensch erfahren, Gott will's uns offenbaren. Er soll sie auch bewahren. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben. Der öffnet uns die heilige Schrift, wo Gott sein Testament gestift. In seinem Sohn, dem Reichen, will alle Welt erreichen. Mög niemand von ihm weichen, den Tod er überwunden.
uns gewiesen, darum wird er gepriesen. Darum gab er den Heiligen Geist, der ein Sünd und Laster meiden. Der Geist der